27 Jahre lang hat mich Autofahren nicht die Bohne interessiert. Doch jetzt möchte ich einen Roadtrip machen und dafür brauche ich den Führerschein. Das hier ist die zweite Folge und heute habe ich meinen ersten Streit mit einem anderen Fahrrad. Moin Leute, ich begrüße euch zu einem neuen, kleinen, heute etwas dezenteren Bergmann fährt Auto und übt für den Führerschein-Vlog. Mit dabei ist heute Dario und der hat mir seinen Wagen zur Verfügung gestellt, dass ich ein bisschen fahren kann. Ton und so, ein bisschen Umgewöhnung jetzt. Ich versuche das in Zukunft. Ich habe auch Mikrofone bestellt und anderes Equipment, dass es in dem Maßstab, sag ich mal, bleiben kann, wie es beim ersten Mal war. Aber da Dario und ich heute eine spontane, schöne Sommerfahrt hier machen wollten, klar, durch die Büsche, muss man das nutzen. Ja. Ich habe mich auf jeden Fall angeschnallt. Das war natürlich der größte Fauxpas, den ich letztes Mal begangen habe. Mit dem entschuldigen, Leute, das ist, auch wenn wir uns darüber lustig gemacht haben, natürlich überhaupt nicht witzig. Anschneiden ist das Allerwichtigste hier. Natürlich den Rückspiegel testen, Seitenspiegel, auch mit Schulterblick und sowas. Alles ganz entspannt. Ich mache Navigator. Okay. Okay. Okay, genau, ist noch Steigung. Oh, oh ja. Es haben auch viele geschrieben, dass ich fahre wie eine Oma, oder lenke wie eine Oma. Ich wollte eigentlich hier rein. Ich wollte euch nämlich mal diese wunderbare Bergfahrt hier zeigen. Ja. Noch kurz ein paar Sachen, die ich gerne beantworten wollte zum letzten Video. Allen voran, dass viele von euch geschrieben hatten, ist das Stoppschild. Mhm. Wegen dem Fahrlehrer, dass es ungewöhnlich ist, dass ich ja direkt mit hier auf dem Fahrplatz fahre und nicht direkt in die Stadt. Das war keine erste Fahrstunde, sondern es war tatsächlich einfach nur der ehemalige Produzent von Bergstürmer, der quasi so eine ruhige Seele hat, dass der auch perfekt war als Fahrlehrer und mit mir gefahren ist. Das heißt, ich bin auch noch gar nicht angemeldet bei einer Fahrschule. Das bespreche ich gerade alles noch. Es läuft aber sehr wahrscheinlich auf so eine 7-Tage-Geschichte hinaus. Da laufen auch schon Gespräche. Und eventuell mache ich das sogar auch noch mit jemandem zusammen, wenn alles klappt. Und das wird natürlich dann knallhart dokumentiert für euch. Und genau, deswegen die erste Fahrstunde letztens war echt einfach nur einmal so. Der hat das so überzeugend gemacht, da haben die Leute direkt geglaubt, genau, dass der Fahrlehrer ist. Ja. Deswegen, und die Kopfhörer, die er aufhatte, die war eben, weil er gleichzeitig den Ton kontrolliert hat. Der hätte jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie Guns N' Roses oder sowas gehört. Das war. Das kommt dann auch erst in der Fahrschule natürlich. Genau. So, die Kurve, schön. Platz lassen. Wunderbar. Ja. So, und was wollte ich noch sagen? Achso, da haben viele von euch gesagt, auch Bergmann, mal ganz im Ernst, direkt ein Roadtrip irgendwie nach dem Führerschein. Traust du dir das zu? Willst du das wirklich machen? Und ich sage ganz ehrlich, ja, absolut. Denn ich glaube, anders kann man Autofahren nicht schneller lernen, als sofort sich irgendeine Reise über Zehntausende von Kilometern vorzuknöpfen. Wohin es genau geht, was der Plan ist, das verrate ich euch jetzt noch nicht, weil das alles auch noch nicht so hundertprozentig sicher ist. Genauso wenig sicher, wie man hier diese blöden Schlaglöcher, die natürlich immer so ein bisschen stressig sind. Ja, ein, zwei Achsenbrüche gehören auch dazu zur ersten Stunde. So, jetzt ist vor uns ein Auto, deswegen muss ich kurz bremsen, da ist nämlich einiges los jetzt. Das Mädchen da lacht vor uns ein bisschen, das ist natürlich. Ich weiß nicht, ob es nicht so cool aussah, wenn wir rüberkommen. Aber hey, richtige Stress ist ja wirklich. Hinter uns eine vor uns zwei Stau ist hier. Ja, das war gut. War ein bisschen knapp, oder? Ja. Jetzt fahren wir nämlich das mal hier rechts. Mal gesehen haben. Jedenfalls, Leute, das ist nämlich jetzt geblinkt, hier wirklich. Ich habe geblinkt, oder? Ja, der ist wieder raus. Ah, ist wieder raus aus dem Blinken. Das konnte ich natürlich nicht ahnen. So, genau, nimm mal die Kamera, weil das muss ich natürlich jetzt mal ein bisschen zeigen hier. Weil das ist wirklich so wunderschön. Natürlich auch eine der Hauptmotivationen, einen Führerschein zu machen, wenn man durch so welche wunderbaren Gegenden hier fahren kann. Das hat ein bisschen was von Indien mit den Schlaglöchern hier, sage ich ganz ehrlich. Aber, oh nein, der Wagen! Oh nein, der springt nicht mehr an. Das, wir müssen anfahren auf den Berg. Okay. Ja. Guck mal, wenn du musst, dann Nee, es war auch vor allem ganz relax, Dario. Das ist nicht übertreibend. Ja. Nee, es war wirklich einfach mehr Gas geben. Es ist nicht irgendwie nur die Kupplung jetzt kommen lassen, weil das für Standgas war der Berg jetzt zu strong. Ja, auf dem Kleinen hätte das, sag ich mal, vielleicht gereicht. Stört sich, wenn ich die ganze Zeit angucke dabei eigentlich? Nee, gut, passt das. Ich passe auf die Straße auf. So, hier haben wir natürlich jetzt wieder so eine Vorfahrtssituation, wo man, sag ich mal, bremsen könnte. Wenn aber von links nichts kommt, und es kommt, sag ich mal, es kommt was von links, aber es ist weit genug weg, dass man einmal, sag ich mal, genau, ganz langsam so, jetzt schalte ich mal. Das klappt schon wunderbar. Schon relaxed in den dritten. Ja. Und da nicht mal erschrecken, ne? Das ist nicht, wenn ich falsch geschaltet habe oder so, sondern, oh Gott, der Rabe, der schwarze Rabe, Alter. Hinter uns fährt natürlich jemand sehr, sehr dicht auf. Das darf dich nicht nervös machen. Nö, tut's auch nicht. Es erfordert mich eher heraus. Genau, aber hier ist vielleicht schon mein zweiter. Der dritte ist eigentlich schon dafür zu hoch. Okay. Sehr gut.
hoffe ich natürlich, dass ich den Berg hier schaffe. Weil der ist natürlich... Oh nein, Tim, pass auf! Das Licht angemacht eben. Ich habe sogar Fernlicht. Das blendest du alles schön. Wie mache ich das aus? Hier, das musst du. Oh Gott, das habe ich nur auch im... So. Okay, direkt das Gas, 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 ja! Ja. Da gehen die Pferde mal mit dir durch, ne? Wer weiß. Wenn du es geschafft hast, anzufahren. Ja, auf jeden Fall. Ist das da vorne nicht? Ist das nicht einer von den... Von den... Was kommt jetzt denn? Nee, hier. Was meinst du? Jackie Chan? Nein, überhaupt nicht, nein. Ich wollen die raus? Solche links fahren? Also, sie flippt irgendwie aus gerade. Ich habe ein bisschen Angst gerade, ehrlich gesagt. Ich fahre lieber weiter. Sie wirkt mir ein bisschen aggressiv gerade. Das kann sein. Aber lass dir mal hier ein bisschen Space. Ja. Ich wollte eigentlich jetzt hier da warten, vor ihr, damit sie in Ruhe einparken kann. Ja, genau. Du wärst jetzt vorbeigezogen an ihr hier? Nee, eben nicht. Ich dachte, du wolltest vorbei. Warum ist sie so ausgeflippt? Wer denn? Ja, das Mädchen da im Auto. Die ist mega ausgeflippt. Was hat die gemacht? Die hat irgendwas Antisemitisches gerufen oder so. Die waren wir noch nie, glaube ich, oder? Nee. Ganz neue Wege entdeckt man hier. Soll man einen Kickstart machen? Wie genau sieht das aus bei dir? wie genau sieht das aus für mich? Ich zeig dir, wie das aussieht bei mir. Nicht? Ja, ist okay. Das ist nicht so dein Ding? Ja. Aber du musst auch lernen, wie man ein bisschen die Leute beeindruckt. Kann ich hier rechts? Ja, das ist das falsche Auto für sowas. Da wirkt das leider auch nicht cool. Doch, ey, sag mal, Dario, es geht doch nicht um das Auto. Es geht um die Leute, die drin sind. Das Feeling. Sind das Freunde von dir? Genau. Guck mal, so ein bisschen übel rüber, so ein bisschen schlecht gelaunt. Die stehen da immer noch. Guck mal, die steht da immer noch. Die einen checken auch fest, die kommen da nicht raus, bis die eingepackt hat. Aber das finde ich wirklich mutig von der Frau, dass die da jetzt gerade einpackt und die lässt sich überhaupt nicht beirren. Nee. Das finde ich wirklich, find ich toll. Weil die andere, die uns auch, man muss es nochmal kurz, die war ein bisschen, die war wirklich ein bisschen giftig drauf, als ich da vorher parkte. Und die steht jetzt, ist ja gerade quasi, sitzt fest hinter der Frau, einer anderen Frau, die versucht einzuparken. Die vielleicht nicht umfahren, aber... Nein, aber wir haben einen Deal. Sie fliegt weg. Das ist gut. Ich fahre ein bisschen langsamer. Dieses Stoppschild hier, das nervt mich. Für dieses Schild der Steuerzahler bezahlt hat, das würde ich gerne mal wissen, dass das hier steht. Ja gut, das kommt ja auch kein Mensch. Aus den 70ern hier, werden sie vermutlich irgendwie Restbestände aus der DDR aufgekauft haben. Was würdest du gerne für ein Auto fahren, Dario? Irgendein Auto, das du vielleicht rein seiner Ästhetik wegen nehmen würdest? Ich glaube, ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe auch, wie gesagt, keine Ahnung, wie die dann alle heißen und so. Da weiß ich wirklich viel zu wenig zu. Okay, das ist die Frau jetzt halt wieder, ne? Ist das hier die? Ja. Und die werde ich jetzt mal hier ein bisschen... Aber jetzt kommt die Schlaglochsituation. Ja. So ein schön laut. Jetzt staut sich's wieder hier. Ja. Aber du kannst schon mal rausfahren zumindest aus den Löchern. Ja, so. Oh, das war schön, oder? Das war schön. Als hättest du dein Leben lang nichts anderes gemacht. Kannst du auch mal erzählen, was hast du denn? Hast du irgendein Wunschauto außer einem... DeLorean, der ist natürlich wahnsinnig unpraktisch. Das stimmt leider. Das ist auch mit der Hauptgrund eigentlich. Also ich glaube, also irgendwas Kleines, Entspannendes, so ein Mini oder so, wenn das lustig aussieht. Jetzt wird so ein Clown aus dem Auto aussteigen. Jetzt kommt sie. Ja. Nee, soll mal vorbeifahren, die. Ja. Fahr vorbei. Ja, aber die will, glaube ich, da rückwärts rein wieder. Ja. Die will rausfahren? Ja. Du? Willst du? Wir? So? Ich? Ja? Ich habe keine Ahnung, ich fahr einfach raus. Du kannst da nur mit dem Standgas auch rückwärts rausfahren. Das ist ein bisschen eleganter. Ich muss mal jetzt die Leute hier ein bisschen beeindrucken. Wir sehen uns, Leute. Bis zum nächsten Mal. Das ist hier Eintracht Frankfurt, hat hinten drauf. Das sagt natürlich schon alles. Guck mal, was mir langsam wirklich Spaß macht, ist einfach auch die Prozesse schnell hintereinander zu machen. Weißt du, man muss funktionieren. Wie ein Schweizer Uhrwerk muss man hier funktionieren. Ja. Uns in die Bullen, Alter. Jetzt komm, Alter. Tommy, was ist los? Alles gut. Darfst du da abbiegen in die Richtung hier? Das ist eine Einbahnstraße. Eigentlich das darfst du nicht. Das darfst du eigentlich nicht, junge Dame. Wir wären zwei gute Detektive. Das ist richtig. Du auch noch fähig. Fahr mal nicht so nah ran. Das ist wie in Videospielen, wo du immer diese Anzeige hast. Genau, wie in Namen. Verlierst die aus den Augen. Haben wir gut gemacht. Wunderbar. Würde mich nicht wundern, wenn die Stalkerin gleich von hinten wieder auftaucht. Die hat das echt mit dem rückwärts einparken, aber inzwischen ganz gut drauf. Also die gibt's auch nicht auf, ne? Nee, das finde ich toll. Was ist denn da los? Mit Gegenverkehr. Komplette Panik gerade. Musst du jetzt natürlich ein bisschen aufpassen. Du hast das kleine Kind jetzt gerade gefahren? Ja. Das macht schon Spaß. Am Berg anfahren macht mega Spaß. Ja.
Leute, dann soll es das gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen was draus zurechtschneiden. Es gibt auf jeden Fall in den nächsten Tagen weitere Updates und ich werde auch nochmal mit ein, zwei Leuten Auto fahren. Und dann, glaube ich, kommt auch schon relativ zügig die Fahrschule und boah, wieder rausgeschossen fahren wir. Und dann werde ich auch droppen, wohin es denn jetzt eigentlich geht, Roadtrip-technisch. So, ich bringe uns jetzt noch sicher zum Gate hier. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Und ansonsten hören wir uns in dem nächsten Video morgen um 8 Uhr. Das ist ein hübsches Mäuschen gerade. Ich glaube, das würde ihm nicht gefallen, dass ich hier schon bis ans Gate gefahren bin. Gut, macht's gut. Tschüss.